Ja, hallo, der Michael von Mika News. Ich bin ja auf der Hobbymesse 2024 Mini-Truck-Parcours Kauern und habe hier Herrn Ramon Böse. Ja. Erster Vorsitzender vom Mini-Truck-Parcours Kauern. Wir kommen aus Kauern, sind eine kleine Gemeinschaft, die in Kauern auch einen Parcours pflegt und hier auf der Hobbyspiel- und Freizeit einen Mini-Truck-Parcours aufgebaut haben für eine Kinderfahrschule bzw. auch für Erwachsene, die mal das Hobby erlernen möchten oder probieren möchten, mit einem ferngesteuerten Truck bzw. Bus oder Bagger spielen zu können. Euer Fokus liegt im Bereich? Im Bereich LKW-Modellbau, ja. Bagger-Modellbau und im Prinzip Modelleisenbahn im Maßstab 1 zu 14 als kleines Steckenpferd quasi in dem gleichen Maßstab Modelleisenbahn zu betreiben. Hm. Ihr macht das hier jetzt schon wie viele Jahre? Also insgesamt sind wir jetzt als Fahrschulparcours sind wir seit 3 Jahren hier und insgesamt machen wir das schon seit über 10 Jahren. Das heißt, wir sehen es hier gerade im Hintergrund, ist immer ein Kollege von euch, läuft immer dem jeweiligen Fahrschüler hinterher und gibt praktisch Anweisungen bzw. greift im Notfall dann ein, wenn irgendwas sein sollte. Jawohl, also ich sag mal so, wir lassen die Fahrschüler im Prinzip freier Hand, kriegen Anweisungen von uns, inwiefern die mit dem Fahrschulfahrzeug zu fahren haben. Und früher gab es ja von Graupner bzw. ich glaube Futaba war das, eine sogenannte Schülerfernsteuerung. Da waren der Fahrlehrer, das ist mehr oder weniger aus der Fliegerei gewesen, eine sogenannte Lehrer- und eine Schülerfernsteuerung. Mhm. Sowas brauchen wir nicht mehr. Wir geben im Prinzip Anweisungen und sehen zu, dass, weil die LKWs auch extrem langsam fahren, dass im Prinzip die Fahrschüler damit quasi selber erlernen können, das Hobby. Wir haben mittlerweile selbst durch die Fahrschule Fahrschüler, die früher Fahrschüler waren, bei uns mittlerweile engagierte Mitglieder sind. Und im Prinzip, wenn man den Kindern heutzutage das nicht zeigt, was man machen kann, dann werden die das nie erlernen. Und wo findet man euch? Wo habt ihr euer ich sag mal, Gelände, wo ihr fahren könnt? Uns findet ihr im Prinzip in Kauern unter 06231, in Kauern 13. Das ist direkt bei Bad Dürnberg an der Autobahn. Und wir treffen uns meistens so alle 14 Tage, beziehungsweise haben wir am 5.10. einen öffentlichen Vortag. Wer Lust und Laune hat, kann uns besuchen dann. Genau, und Modelle, man sieht es ja hier im Hintergrund, ne, Modelle sind so 1 zu 16, 1 zu 14. 1 zu 16, also 1 zu 14. Wir haben auch schon mal 1 zu 10er als Modell da gehabt. Wir hatten auch schon mal Panzermodelle. Es ist im Prinzip jeder Modellbauer willkommen. Wir werden keinen verstoßen. Und wir gucken im Prinzip, was man machen kann auf dem Gelände, da wir ja verschiedene Fraktionen haben. Wir haben ja auch den, im Prinzip eine Ecke, eine Buddel-Ecke, eine Grauler-Ecke und eine Bagger-Ecke, wo dann im Prinzip die Leute baggern können. Wir haben 2 große Baggermodelle. Dazu ist noch zu sagen, eine Landwirtschaftsecke wird demnächst entstehen, also dass im Prinzip die Traktoristen dann auch bei uns spielen können. Also im Prinzip, man sieht ja hier viele Facetten, was ihr habt. Ne? Man hat hier Kräne, man hat hier die Bagger, man hat hier das Gelände und eben Eisenbahn und eben ihr habt auch hier, wie hier zum Beispiel, ne, so eine, wie sagt man, Verladerampe, Spedition. Also alles das findet man auch bei euch, plus eine Baustelle in der Hinsicht. Jawohl. Ja, also es ist im Prinzip alles vertreten, wie es im Original auch ist. Auf dem Parcours selber sind wir gerade am Umstrukturieren, da der Parcours 2 Jahre abgegeben wurde. Wir jetzt den Parcours wieder bekommen haben und im Prinzip dort alles wieder wie vor 2 Jahren herstellen wollen. Natürlich etwas verbessern, etwas die Verbesserungen, die uns damals mitgeteilt wurden, gleich in Fokus nehmen und das Gelände so gestalten, dass man die Fehler, die wir vor Jahren begangen haben, weil der Parcours, der Mini-Truck-Parcours Kauern im Außengelände seit über 10 Jahren auch schon existiert und der mit der Zeit auch quasi etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken mal kurz ein paar Modelle von euch an. Können wir machen. Also fangen wir vorne am besten dann an. Zu den Modellen ist zu sagen, der obere Scania ist von einem Mitglied vom MMM. Er ist nicht aus unserem Verein, aber er kommt uns jedes Jahr besuchen, unterstützt uns sehr zahlreich mit seinem Engagement und er baut die Modelle vornehmlich komplett alleine.
Der MMM hat, soweit ich weiß, auch im Raum Köthen einen Indoor-Parcours, den man, glaube ich, auch besuchen kann als Modelltrucker. Zu dem Scania hier unten, das ist ein Mitglied, der Christian, der ist festes Mitglied bei uns. Seit 2 Jahren hat er das Modell komplett alleine in Regie für sich selber gebaut, war früher TT-Bahner oder ist teilweise noch TT-Bahner. Daher diese kleinen Lämpchen, das ist im Prinzip so alles aus dem TT-Sektor, alles Modelleisenbahn. Und das komplette Armaturenbrett, wenn ich das jetzt hier mal so leicht drehen kann, ist komplett beleuchtet. Ja, also der Christian hat sich... Oh ja, das sieht man ja. Ja, auch, im Prinzip die ganze Technik hat er selber gemacht, also das ist nichts so groß zugekauft, außer Lampenmühlen und LEDs so. Aber ansonsten friemelt er das alleine. Ja, das Modell hier unten, der Scania, ist nochmal vom Herrn Schmieder vom MMM. Er hat mehr oder weniger seine Fahrzeuge alle in ein und der gleichen Lackierung gemacht. So, zu dem Großmodell hier oben, also der Schwerlaster, ist von Heiko, ist ein Mitglied aus unserem Verein. Er war früher selber Schwerlasttransporteur und hat im Prinzip jetzt hier mal einen kompletten Engländer gebaut, weil er sich gesagt hat, europäisch kann jeder, aber er wollte unbedingt mal einen Engländer bauen. Na. Zu dem Ladegut ist zu sagen, das ist eine Ludmilla. 241, der EBS, sprich Erfurter Bahngesellschaft. Die Lok ist noch nicht fertiggestellt, ist im 3D-Druckverfahren erstellt und soll später unseren Parcours bereichern durch eine rollende Landstraße. Die Modelle hier unten, das ist einmal der Yannick, das ist ein jüngeres Mitglied von unserem Verein und das ist, jetzt muss ich mal gucken, einen Augenblick, vom Tyler, das ist auch einer von unserer Jugend. Die haben sich da so ein bisschen der Schwerlastgruppe bzw. dem Rennsport verschworen. Der blaue Mercedes hier oben, das ist vom Marc. Der ist ungefähr jetzt seit 1,5 Jahren bei uns, hat komplett neu eingestiegen und hatte sich dann quasi den komplett neu umgebaut. Das war mal ein eBay-Modell. Und hat ihn eigentlich auch sehr schön bis jetzt gestaltet. Tendenz steigend, sage ich mal. Also soweit ich weiß, möchte er den Koffer komplett noch umbauen. Und er steckt da viel Herzblut rein, weil ich weiß zum Beispiel, wie er vor einer Woche noch aussah. Ach ja, jetzt geht's los. Das ist von Lea, der Mama. Jetzt komme ich auf den Namen nicht, Entschuldigung. Der LKW von der Jeanette, das ist eine Mama, auch wie gesagt, die Eltern machen bei uns mit. Die Lea ist quasi ein Teammitglied von uns und die Mama macht da aktiv auch mit ihrem LKW mit. So, der Renntruck hier unten, das ist vom Olaf. Der Olaf arbeitet vornehmlich in der LKW-Industrie, also er repariert LKWs und macht im Prinzip ein bisschen Rennsport. Irgendwann werden wir mal sehen, vielleicht machen wir ja doch mal eine kleine Rennstrecke für unsere Rennfahrer, damit sie dann im Prinzip mal ihre Fahrzeuge zeigen können. So, hier unten die zwei Modelle. Die zwei unteren Modelle gehören. So, also der Scania jetzt hier vorne, das ist so ein bisschen Endzeitstimmung, das ist unser Harald, das ist einer von den Ältesten mit. Ja, er wollte im Prinzip mal nicht so einen außergewöhnlichen, hochglanzlackierten LKW, er wollte ein bisschen was Außergewöhnliches machen. Und der Grüne jetzt hier mit den Ups-Containern ist auch vom Harald, das wäre das zweite Fahrzeug von ihm. Und ja, es ist ein Standard-LKW, wie eh und je, aber er bastelt eben für sich denn selber in seinem Alter noch. Dabei ist er gar nicht so böse, ne? Nö, ist er nicht.
Ja. Und ihr seht schon, ihr habt jetzt hier 3D-Druck auch schon. Ja, der 3D-Druck ist vornehmlich von mir entstanden, weil ich selber ein bisschen fanatisch im 3D-Druck bin. Und quasi die Modelle, das ist ein DAF XF, XG, den haben wir komplett jetzt mal in einer Woche nochmal zusammengebaut, extra für die Messe. Die sind noch nicht fertig lackiert, die sind noch nicht geschliffen. Aber im Prinzip, man sieht, was man aus dem 3D-Drucker rausholen kann. Zu dem Bagger ist zu sagen, das untere Gestell ist Vollmetall, der Arm ist Vollmetall. Ansonsten arbeitet er auf Hydraulikbasis und der Oberbau komplett ist auch ein 3D-Druck. Der Volvo VN ist im Prinzip komplett nur aus Einzelteilen entstanden, wurden Achsen zugekauft und dann der Rahmen wurde von Carson genommen und der Oberbau ist wieder ein 3D-Druck. Was verwendet ihr für Elektronik, so mal, falls mal jemand fragt? Also Elektronik ist vornehmlich Bayer, Carson und Seronaut verbaut. Ansonsten haben wir viele, die eben ihre Elektronik selber löten, beziehungsweise alles einzelne Komponenten nehmen und ein bisschen friemeln, sage ich mal jetzt. Ja, und die Modelle gibt es ja von Tamiya, von Ticon, von den diversen Herstellern. Die meisten sind Tamiya-Modelle umgebaut bis eben komplett zum Neubau. Dass man wirklich gesagt hat, Fahrzeuge getrennt und komplett umgebaut. Alles klar, dann danke ich dir. Bitte. Ja, war mal ganz interessant. Schöner Einblick hier. Hier, ihr seht, die Fahrschule ist voll im Gange. Es ist immer einer vom Verein, der das Ganze unterstützt, also der mit so einem Fahrschüler hier mitläuft. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und schaut bei Mini-Truck-Parcours Kauern gerne auch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Micha.